Morgen, ich bin's wieder. Und zwar dieses Mal mit der fünften Welt und hoffentlich besser im Deutsch als beim letzten Mal. Heute ist Welt 5 dran und Welt 5 ist eine Eis- und Himmelswelt. Aber bevor wir uns das anschauen, gucken wir erstmal, wie viele Sterne ich jetzt mittlerweile habe. Vermutlich nicht viel mehr. Na toll. Also mir fehlen noch 85, ich habe kaum welche dazu bekommen. Passt schon, irgendwann in diesem Leben werden es bestimmt 5000 sein. Ist schon in Ordnung. Okay, dann schauen wir doch mal. Welt 5. Ich warte noch auf das Thumbnail. Jo, ich gehe mal wieder so ein paar Schritte vor. Da unten haben wir Level 5.1. Hier ist Level 5.2. Wenn ich hier reingehe, dann fahre ich quasi mit der Seilbahn hoch auf den Berg. Hier ist Level 5.3. Und dann kommen wir zu diesem Schiff. Und hier ist dann der erste Zwischenboss. Okay. Das gehört. Ist man hier lang? Fünf eins. Und wie man sieht, hat dieser Level etwas mit blauen Spikes zu tun, die auf einer Schiene sind. 5-1, Spike Top Slope. Relativ gute Quote, auch einige Sternchen, könnte natürlich mehr sein, aber passt auf jeden Fall. Diesmal mit Checkpoints. Auch bei Mario Maker gibt es leider keine, kein Grafikset für Eislevel, das muss man sich dann zurechtbasteln. Und das Super Mario Bros. 3 Set, das bietet noch die besten Möglichkeiten, weil es diese blauen und weißen Hintergründe gibt. Da wirkt das dann ganz authentisch. Und man sieht, hier geht es darum, sich in so ein System einzuordnen und sein Tempo anzupassen. Man muss ja auch aufpassen, denn genau wie bei diesem Trampolin in Welt 1 muss man darauf achten, also beim Level bauen, dass die Tür, durch die man den Raum betreten hat, sich relativ zentral bei diesem Kreislauf mit diesen Schienen befindet. Sonst funktioniert das nämlich gar nicht mit diesen zirkulierenden Trampolinen und Spike Tops. Das ist ein bisschen komisch gemacht bei Mario Maker. Wenn man die ganzen Tücken kennt dieses Spiels, dann lassen sich einige coole Level bauen. Sehr schön. Wenn ich alle roten Münzen finde, gibt es noch ein extra Bonus-Level. Und wenn ich klein bin, kann ich da hoch. Aber das mache ich jetzt nicht. Ich verwende mit dem Leben und sonst gar nichts. Wird dann zunehmend schwieriger. So wie sich das für gute Level gehört. Verdammt. Ich dachte, ich bin so hoch. Ich werde wahrscheinlich nächste Woche oder in 10 Tagen, weil ich noch eine Woche in Urlaub bin. Da werde ich wieder ein Gesangsvideo aufnehmen. Ich habe auch schon eine Idee. Wahrscheinlich wird es so ein Medley zu Kirby. Jetzt anlässlich des neuen Spiels, das herausgekommen ist. Würde sich das anbieten? Hier sind Sterne versteckt.
passiert dann? Wenn man zu weit weggeht von diesem zirkulierenden Kreis, dann verschieben sich die Spike-Tops auf der Schiene. Das ist ein bisschen doof. Genau das, wovon ich vorhin gesprochen habe. Ach man, ich hatte so Lust auf... Also auf wirklich viele Let's Plays. Mit modernen Spielen, zum Beispiel. Fortnite. Oder Killer Instinct. Oder Gang Beasts. Richtig coole Spiele, die hat mir jetzt ein Freund gezeigt. Und. Ach man, ich würde mit Facecam so gerne Let's Plays machen. Ich kann es halt leider nicht wegen meines Berufs. Das ärgert mich so. Was? Nervig, das ist so nervig. Mist. Bin fast weit zu sagen. Ich pfeife drauf, aber leider geht das nicht. Wie ihr seht, ist da unten ein Pfeil. Ich habe den Bonuslevel fast verpasst. Oh Gott. Geschafft. Oh Mist, ich habe einen Bonuslevel vergessen. Fällt mir gerade ein. Kacke. Ich werde gleich nochmal am Stunde gehen und das rausschneiden. Na toll, die Sterne. Draufgepfiffen. Ich schneide es gleich rein in den Bonuslevel. Dann seht ihr, wo der ist. Und den sollte ich nicht vergessen. Oh nein! So, das war's. Jetzt zeige ich ganz schnell noch die Stelle mit dem Bonuslevel. So, da bin ich wieder. Ich wollte noch ganz kurz zeigen, wo der Bonuslevel versteckt ist. Und zwar muss man hier zurück. Da kann man dann die Röhre finden. Dann gibt es hier nochmal schöne Sternenparty. Danach. Ja, du musst dich jetzt nicht mehr getroffen haben. Na, das war's. So, auf zur Karte. Lustiger Start auf die Rutscherei. Am nächsten Level, da wird auch ganz viel gerutscht. Und es gibt auch so einen Teil im Himmel, da muss man auch diesen Donut-Blocks balancieren. Das ist auch so wie, also der Hauptbestandteil, auf diesen Dingern zu balancieren. Drop-Down Donuts. Und ich bin wieder erschrocken, wie gering diese Quote ist. Nur 5,66%. Mensch, 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 so schwer ist er doch gar nicht. Gut. Ich finde, das ist mir ganz gut gelungen. Denn normalerweise wäre das im Untergrund. Grafikset. Aber es wirkt... schon ziemlich so, als wäre es hier eine Schneelandschaft bei Nacht. So, jetzt haben wir das erste Mal das Donut-Prinzip. Das kommt hier noch öfter zum Tragen. Und wird auch zunehmend schwieriger. Ich glaube, ich brauche ihn nochmal. Oder auch nicht. Berg immer weiter hoch. Darum geht es ja eigentlich. Und man sieht, es ist noch schwieriger. Jetzt muss ich aus dem Sprung diese Viecher killen. Und hier immer wieder neuen Nachschub holen. Ja.
glaube. Ich habe gerade keine Ahnung, wo die beiden Bonuslevel sind. Da ist ein Leben versteckt, das weiß ich. Ey, warum läufst du weg? Mensch. Okay, jetzt kommt die Seilbahn. Man muss immer springen, sonst macht man den Abgang. Jetzt geht's in den Himmel. Mit der coolen Musik. Ja, ist nicht so einfach. Ich gerade. Kein Wunder. Hier muss ich runter. Puh. Ich hab's fast vergessen. Scheiß die Wand an. Also nochmal, weil ich so blöde gestorben bin, so richtig unnötig war. Aber ich bin ja schnell wieder da. Der Level erinnert sich auch an irgendeinen aus Super Mario Bros. 3. Ich kann mich mir gerade gar nicht erinnern, welcher das war. Einfach unsere Rutschmünze. Ah, hier. Voll gut versteckt. Oh Gott. Mist. Ich wusste, was ist passiert. Hui. Geschafft. Boah, das war nicht einfach. Bonus-Level. War das jetzt der Bonuslevel? Ernsthaft? Oh cool, das ist ein Shortcut! Oh nein, ich wollte aber keinen Shortcut. Okay, ich gehe nochmal zurück. So, jetzt bin ich ja hier. Also deswegen sind die roten Münzen so schwer versteckt. Das muss man nicht verdienen. Dann kann man diesen Teil hier nämlich total überspringen. Der hat mich auch nicht ohne. Nö. Boah. Nein! Verdammt! Scheiße, nein. Oh Gott. Oh mein Gott. Ah, ich meine, da oben ist ein Bonus-Level. Ich habe mich mal wieder hierher gekämpft und jetzt habe ich den Absprung verpasst. Ich hoffe. Oh Gott, ich hab's geschafft. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Phew. Meine Güte, ich habe noch keinem Level bisher so viele Schritte gehabt. Schrecklich. Okay. Für den Helm habe ich mir sowas von verdient.
Was mag davon sein? Ich muss es nicht wissen. Ja, cooler Level, mag ich sehr gerne. Ah, gut. Letzte Challenge. Und dann bin ich fast da. Gut. Mit dem Sessellift auf die Spitze und dann in den Eisberg hinein. 5, 3. Jetzt gibt es eine richtige Rutschpartie und ich habe mich dazu entschlossen, hier eine Musik aus Donkey Kong Country 2 zu benutzen, weil ich die einfach cool fand und irgendwo einbauen wollte. Ja, auf geht's! Auch dieser Kurs hatte einst viel mehr Sterne, doch ich musste ihn neu hochladen, weil ich keine Checkpoints hatte. Und jetzt hat er nicht mehr so viele Sterne. Also liegt wirklich nur daran, dass ich den neu hochladen musste. Gut, Slip Trip. Ein rutschiger Trip, sozusagen. Ich habe hier nur Custom-Musik, ne? Aber die sind so toll. Die passen einfach total gut. Ja, hier geht es wirklich nur um Rutschpartie. Und wenn ich es falsch mache, dann muss ich hier unten zurück. Das sind sozusagen die Reset-Wege. Denn man muss immer unbeschadet bis zum Ende kommen. Sonst kann man sich den Weg nicht freiräumen. Mit den Power-Ups. Und eine Unterwasserpassage gibt es auch. Trotzdem muss ich sagen, gefällt mir der Level nicht so gut, weil ich hier zwei Konzepte zusammengeschmissen habe. Irgendwie mag ich das nicht so gern. Ich gehe mal ganz kurz hier unten. Aber es muss nur der Reset-Weg sein. Richtig, hier geht es dann zurück, wenn man es nicht geschafft hat. Musik. Ich muss so sagen, Donkey Country, die Serie, hat meiner Meinung nach mit dem besten Soundtrack. Oh, fällt gerade ein, ich habe einen Bonus-Level verpasst. Deswegen gehe ich nochmal zurück. Mach's nochmal. Genau da. Unten sieht man Tipp. Da unten ist so ein Käfer. Ja, dann kommen wir hier. Zack. Einfach weiter. Ich habe eine Unterwasserpassage genommen. Unter anderem auch deswegen, weil die auch so ein bisschen nach Eis aussieht, finde ich. Ja, das hat gepasst. Ich habe so selten im Wasser dabei. Oh, Kacke, ist mein Helm. So, jetzt kommt der Unterwasserteil. Spaßig, passt aber irgendwie nicht so zusammen. Ich habe ziemlich wenig mit Kugelblitz gemacht. Das war's.
das war total. Gar nichts mehr? Jetzt kommt das Wort. Das kommt drauf vor, als wenn da noch was. Ja, es hat eine nette Spielerei, aber eigentlich ist es das ein Arsch. Am Schluss noch getroffen, kann aber nicht wahr sein. So, mir fehlt noch ein Bonuslevel. Den erreiche ich nur, wenn ich jetzt unbeschadet hier durch, durch das letzte Stück da durchkomme. So, da muss ich jetzt noch durchkommen. Oh Mist! Verdammter. Muss ich nochmal durch. Oh. Boah, ich hasse es nur, weil ich so ungeduldig bin. Nein! Ich warte nicht mal kurz hin. So, da bin ich jetzt wieder. Diesmal habe ich vor, es zu schaffen. Geht doch! Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Ah, ich muss bis zum Ende rutschen. Geschafft. Ich brauche den Helm zwar nicht mehr, aber man kann so ein bisschen damit angeben, wenn man hier zum Ziel kommt. Es wird Zeit für den Mid-Boss-Level. Huch, ich war da viel zu weit vor. Ja, diesmal werden die Modes. Also wird mein Maulwurf oder was sein. Arctic Arsenal. Mit vielen Toten. Aber ich mag den ganz gerne, den Level. Und wieder mit dem Airship. Und dann sieht es wirklich ein bisschen so aus, als wäre das Schiff meine Eislandschaft. Das war schon die schwierigste Stelle. Der Rest geht jetzt. Muss ich nur aufpassen, dass ich nicht von herabfallenden Eisblöcken erschlagen werde. Und weiter geht's. Blöden Verfolgermaulwürfe.
Oh, du Mistkerl. Mensch. Checkpoint. Der Helm ist super für die herabfallenden Eisblöcke. Mist! Weiter. Nach diesem Level komme
komme ich jetzt zu diesem Turm. Und dieser Turm, der bringt mich in den Himmel. Und dann kommen die Himmelswellen. Es sind zwar nicht viele, aber so hatte ich die Chance, Welt 5 ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Und dieser Turm, boah, der ist so schwer. Ich kann mich erinnern, wie schwer der ist. Mal gucken, ob ich es beim ersten Mal schaffe, und ich bezweifle es. So, Welt 5. Und ich bin erstaunt, hier ist die Quote wieder besser als bei Leveln, die ich leichter finde. Sehr merkwürdig. Aber man sieht an den ganzen Bildern da oben schon, dass es sehr weit nach oben geht. Hi, Res Heaven. Langsam, aber sicher. Ich habe keine Ohrwurm. Wisst ihr, ich sage was, macht dann sofort das Gegenteil. Unglaublich. Oh Gott, ich bin so schlecht. Ich bin so kock. Ich darf nicht schön sagen. Das ist aber wirklich schwer. Ich finde, das ist echt. 12. Das hier. Ah, ich verstehe, okay. Ich darf nicht runterfallen. That's the way. Okay, 3F. Die habe ich, glaube ich, noch gar nicht, würde ich sagen. Geklaut ist Mario World. Da gab es das ja auch. Ach, bis jetzt war es doch machbar. Ich dachte, es wäre schwieriger. Puh! Oh Gott. So. 5. Stock. Und da kommt schon Ende, wie man sieht. Es ist so schwer. Schneller als ich gedacht habe. 7F. Oh Gott, ja komm. Machen wir. Nehmen wir halt. Boah, ich hab ein paar Münzen bekommen. Ah, ich bin ganz oben. Endlich. Und die Musik ist schön. Und der eine oder andere wird hier ein Flashback haben. Denn bei Super Mario Bros. 3 war es ganz genau. Man fängt unten am Boden an und ist dann durch einen Turm an der Spitze gelandet. Thank you.
ja noch keinen Monster drin. Ich denke mal, Cheryl hat vergessen oder so. Ich hoffe mal. Ja, aber was fehlt hier? Dich brauche ich. Du warst das. Ja komm, jetzt sterbe ich noch. So, aber hier ist ein richtig gut versteckter Boden. So, das war der Turm im Himmel. Sehr schlechte Quote. Also sind viele Leute gestorben, den haben wenige Leute abgeschlossen. Und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass es einer meiner Level ist, den ich jetzt nicht ganz so toll finde. Ich muss sowieso sagen, es gibt kein Wolkensetting und das hat das Ganze ein bisschen schwierig gemacht. Leider ist es nicht so toll, wie ich das erwartet hätte. Aber, naja, Hauptsache ich hatte um die Idee und ein Konzept. In Welt 5 sind einige Level, da hat es bestimmt bessere Ideen gegeben. Friede, Freude, Eierkuchen, Musik. Also, wir gehen
geht alles in Wolken. Oh, ich merke, meine Stimme ist voll schwach. Oh Mann, das ist so schlimm. Immer wenn ich gesund bin, kommt irgendjemand und steckt mich wieder an. Einfach nur lästig ist das. Wenigsten Leute abgeschlossen haben, sprich, das ist der schwierigste bisher, wenn man der Statistik glaubt. Wobei ich ja eher glaube, die Leute haben ihn gespielt und nicht zu Ende gebracht, weil sie keinen Bock drauf hatten. War ganz so schwierig ist er jetzt auch nicht. Aber man steht hier ständig unter Beschuss. Toll, wirklich ganz toll. Das ist so ein typischer Super Mario World Level. In dieser Welt habe ich ständig das Gefühl, ich hätte ein Bonus-Level verpasst. Darstellen. Naja, wie gesagt, es gab keine entsprechenden Grafik-Sets dafür. Hier ist doch ein Bonuslevel, das weiß ich. Ich glaube, rote Münzen muss ich sammeln. Deshalb habe ich groß. Oh Mist. Oh nein, Papier. Nein! Ah, die macht nichts. Alles gut. Zwei fehlen noch. Ah ne, ich habe keinen vergessen. Fällt mir gerade ein. Einer ist ganz am Ende und einer kommt jetzt. Ja, man muss hier ganz schön präzise Sprünge ausüben. Letzte Passage durch den Himmel. Noch ein letztes Mal Wolkenfahrt. Man muss die Wolken leider mal wechseln, weil sonst lösen die sich auf. Einmal rundherum.
weiter geht's. Ah, hier! Das ist ein Bonuslevel, meine ich. Genau, das war der. Da muss man sich total schnell beeilen. Da ist sogar noch mehr. Oh, ein Yoshi dazu. Ja, da war ein bisschen herausfordernd, da muss ich wirklich zugeben. Geschafft! 5-7 ist dran. Das ist der letzte Wolken, der ist vor dem Boss-Level dieser Welt. Und hier haben wir es mit fliegenden Reglern zu tun. Und wir haben es mit fliegenden Käfern zu tun. Ja, das ist leider noch so ein uninspirierter Level. Aber mir war es halt wichtig, so ein Himmelssetting zu schaffen. Und das ist mega schwer mit Mario Maker. Ja, und das ist halt dabei rausgekommen. Buzz Beetle Business. Wir haben es halt so mit vermehrt diesen fliegenden Käfern zu tun, auf denen man stehen kann. Genau das. Und als es keine Musik gibt, gut, dann wird das Thema, muss dann die Bonusmusik daran glauben. Ach genau, das ist das einzige Grafik-Setting, bei dem Yoshi den Flatterflug machen kann. Das geht bei Mario World zum Beispiel gar Ihr seht, wenn man zu lange drauf stehen bleibt, dann gehen die Käfer zu hoch und dann stoße ich da oben an die Stange auf dem Schiff. Das will ich ja nicht. So, hier war ein Bonuslevel. Manche Sachen vergisst man. Ah, jetzt kommt die Kickerstelle. Das soll aussehen wie ein großer Wiggler. Und inspiriert hat mich ein Level aus Yoshi's Story. Da gibt es ein Level, da gibt es einen fliegenden Drachen. Genau, daher kam die Idee. Oh, meine Stimme. Was war das? Das? Oh nein!
Bin ich am Schloss angekommen. Und da ist der zweite Bonuslevel. Der Level ist ziemlich kurz, muss ich sagen, gerade. Achso, da gibt es einen Helm und eine Abkürzung. Cool. Das war's schon. Das ist mega kurz. Jetzt geht's ins Luftschloss. Kamek Sky Castle. Ihr könnt also damit rechnen, dass Kamek, dieser Hexentyp da, dass der Boss dieser Welt wird. Tolle Musik, die passt hier voll gut. Dieser Bonuslevel, den zu kriegen, ist fast ein Unbedingter. Das schaffe ich fast nie. Das kann ich bestimmt ab. Das würde mich wundern, wenn ich es schaffe. Oha! Krass! Ich glaube, ich schaff's. Heftig. Oh nein. Kreuzfeuer. Der ist wirklich schwer zu kriegen. Genau, ich muss gucken, dass der unten kann. Den Weg freiräumt. Oh.
Ich bitte nicht sterben jetzt. Komm. Oh, Gott sei Dank.
What the fuck? Ah, stimmt, der Bobber. Genau, den brauche ich ja. Ich bin gerade verwundert. Was, Bobber? Siege sie! Geschafft. Cool. Cooler Boss. Ich bin der Uhr. Nicht erwarten. Welt geschafft. Ich habe in dieser Welt wirklich nicht viel gesprochen. Das liegt natürlich auch daran, dass ich ein bisschen erkältet bin. Aber, ach, weiß auch nicht. Keine Ahnung. So, das war jedenfalls Welt 5. Und beim nächsten Mal kommt endlich die letzte. Welt 6. Ja, und dann ist es vorbei. 8 Level noch und dann haben wir es geschafft. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.